da ist er ja, guck mal. Tag, Minentorschlüssel, sehr schön. Die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Ach, Pippi meldet sich auch mal wieder, ja? Lebt sie also auch noch? Glaubst du ja fast gar nicht hier. So, Munivorräte müssen wir auffüllen. Ich bin am überlegen, sollen wir die RPG behalten? Das ist ja eine Sniper. Was ist das denn? Ach, eine Pistol. Und das? Level 16. Oh, gute Frage. Ach, eine Shotgun. Aber warum nur zwei Schuss? Plus drei Projektile abgefeuert. Okay. Keine Ahnung, bin ich überfragt. So, jetzt haben wir sie dabei, dann kann man sie auch mitnehmen. Dann können wir mal wieder Inventar aufräumen, ein bisschen live nachfüllen hier. Dann gucken wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder einen Weg zurückfinden, ne? Das wird jetzt witzig. Ich versuch's was mal ohne Karte zu finden. Der hat jetzt ganz schön was ausgehalten hier, der Riesenkoloss da. War jetzt eine Herausforderung, muss man sagen. Der hat richtig was wegpacken können. Wenn du überlegst, einen Raketenwerfer, Alter, ich hab den, keine Ahnung, 18 Raketen oder so in den Arsch geblasen. Gut, davon ist die Hälfte daneben gegangen, das mal nebenher, aber trotzdem. Die Muni, die wir brauchen, ist natürlich nicht dabei. Kann man wieder dann für tausende Dollars kaufen hier. Ach guck mal, man kann ja doch rüber jumpen. Oh, hier gibt's nichts. Nö, hier ist nichts. Warum kann man dann hier rüberspringen? Egal. Waren wir hier nicht eben? Alter. Siehst du, schon verlaufen hier. Das ist da. So, haben wir da noch was an Muni? Ja, tatsächlich. Raketen und Granaten. Na, sehr schön. Wenigstens etwas. So, nee, halt. So rum. Da sind wir hergekommen. Hier war... Ach nee, hier war das Safe Room. Ich habe Orientierungssinn wie noch was. So. Huch. Ach, die spawnen auch noch wieder, oder was? Na, supi. Wo sind wir denn jetzt? Alter, wir sind kaum Meter vorwärts gekommen. Ich bin völlig falsch gelatscht hier. Ach, die spawnen auch noch alle wieder. Na, ist ja richtig Knorke hier. Kommt das Blutbad her. War vorher nicht da, ja. Egal. Was macht denn der hier? Mit einer Shotgun, du kannst mich mal, Alter. Vergiss es. Ich mach die Biege hier. Der rennt ja mit einer Shotgun rum, da bleibe ich nicht, bestimmt nicht zum Kaffeekränzchen hier. Alter. Ach da, nein. Nee, warte. Doch da. Huch. Vergiss es. Ja, super, das Schild durchgeklöppelt. Natürlich. So, und ab dafür. Hallo? Okay, haben wir den Minentorschlüssel, haben wir die Sledge Dingsbums Caches entdeckt. Okay, jetzt können wir die ganze Scheiße wieder zurücklatschen hier. Ach, das ist doch. Schockkristalle. Ach, das könnten wir jetzt ja mittlerweile auch schaffen, ne? Ist ja Level 15. 15? 18. Na, jetzt heißt es nur noch schwer, siehst du? Aber das Level hat ja nichts zu heißen. Du brauchst halt ja auch die dementsprechenden Waffen. Was fehlt denn da jetzt eigentlich noch?
Nur noch ein Gesicht müssen wir verätzen, dann kriegen wir den Erfolg. Ah, schick. Okay. Gesichter verätzen. Oh, gibt ja 5000 EP für. Menschen getötet. Ja gut, das ist klar. Kritische Trefferkills. In Folge mit nicht mehr als 7 Sekunden zwischen den Kills. Das konnten wir durch die Fliegebiester vorhin nochmal steigern. So, jetzt die Frage, sind die wieder alle respawned hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, ja, gucken wir mal. Ne, da ist schon mal die Schocker drin. So, jetzt können wir erstmal wieder eine halbe Meile latschen zum Abgeben. Aber ja, wir sind wieder da. Aber das ist gut, wir können direkt wieder 4 Quests raushauen. Und zack. Ab durch die Mitte. Bupp. So, haben wir jetzt gleich mal ein ganzes Stück zurückgesprintet hier. Den Weg hier habe ich mir einigermaßen gemerkt, wenigstens. So weiß ich wenigstens, wie wir zurückkommen. Ach, rennt die dann weiter? Naja. Solange es halt nicht unterbrochen wird. Scheiße, eben mache ich noch das Maul auf, ich habe mir den Weg gemerkt. Fuck. Gleich mal falsch abgebogen hier. Ja, ja, trotzdem mal so viele Wilds da hinten. Scheiß Fliegeviecher interessiert mich jetzt auch mal gerade gar nicht. So, Checkpoint erreicht. Unser Speedrun ist wieder ready. So. Wie weit einem die Viecher nachrennen, Wahnsinn. Ach, wir können gar nicht jumpen während dem Facewalk. Ach so, ich dachte, da können wir trotzdem springen und alles. Ah. Na, siehst du mal, war ich wieder verkehrt. Alter! Geht mit dir, du Wichser. Fick dich. Ich hab deinesgleichen schon zu Hunderten erledigt hier, du Arschgeige hier. Na komm, Papi hat was für dich. Mach mal Mäulchen auf. Scheißfee. Alter, mich einfach von hinten anrempeln. Ich glaub, der spinnt. Wichser. Fick dich. Fickt euch alle, ihr Wichsfischer. Das ist da. So. Na komm, jetzt dürft ihr kommen hier. Alter, das sammle ich jetzt noch ein, ja, das glaubst du aber. Zack, so, wieder Muni. Oh, 8 Raketen, sehr gut. Sehr gut. Muni, Ampulle. Ampulle, ja. So. Na, wieder ein bisschen Muni, auch gut. So. 15,5. Ein halbes Level haben wir schon wieder. Und wir können noch 4 Quests raushauen. Na, das finde ich nochmal recht knorkig, ja, finde ich das. So. Plus die ewige Latscherei, dass du nicht überall Fahrzeuge hast. Das ist, ja. Ist ein bisschen nervtötend, muss man schon sagen. So. Na komm, lad schneller hier. So, willkommen in der Einöde. Guck nicht weg. Okay. Eine Karre haben wir natürlich nicht. Aber eine Autostation haben wir hier. So. Fahrzeug generieren, zack. Und abgehen, passt. So, abgeben. Quests. Achso, die müssen wir bestimmt Senders abgeben. Ja, ne, ich will erstmal. Wobei, wir haben's Auto, ist eigentlich egal, was wir als erstes raushauen. Machen wir erst da den Minentorschlüssel, dann haben wir das weg. Dann gehen wir zurück in die Base, die Dailies rausschmeißen. Vielleicht kriegen wir dann Level 16 sogar noch, weiß ich nicht. Ich lasse mich mal überraschen. und vielleicht
Ach guck mal, das Auto hat auch mehr Life jetzt. Das spielen wir viel zu weit, Alter. Vielleicht kriegen wir dann auch noch ein paar neue Dailies. Mal gucken. So. Halt. Schnauze. Wenn jemand wen erschießt, bin ich das. Hopp. Ist mir richtig? Ach ja. So. Woanders? Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Ach so. Jetzt wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Unterschätze ihn nicht. Okay. Sollen wir Sorgen machen? So, erledigt. Schlacht um die Badlands. Sledge getötet, eridianisches Artefakt. Schwierigkeit hart, Level 17. Na ja, gut, das ist. Huch. Wusstest du, dass Chef Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Die Hellstone-Mine. Ah, okay. Gut, dann machen wir das mal. Gehen wir mal noch geschwind hier alles rausschmeißen. Questlos werden. Ja, für ein Level Up sollte das eigentlich noch dicke reichen, ne? Gehen wir mal noch die Quests raushauen. Dann haben wir die weg. Holen wir gleich mal neue. Vielleicht können wir noch bei Sheep Sanders irgendwie noch eine Quest mitmachen. 20 von denen umlegen oder sonst irgendwas. Mal gucken. Bams. Schauen wir einfach mal. Ups. So, ich will erstmal wieder auf die Straße jetzt hier. Randale. Nee. Randale! Ich kann das nicht so gut hier. Ich habe irgendwie gerade was im Hals hier, keine Ahnung. Pisst mich gerade ziemlich an hier. So, können wir? Wahrscheinlich nicht, da werden wir gar nicht durchpassen. Natürlich nicht. So. Aber neue Quests sind verfügbar. Das ist sehr gut. Da können wir zwar alte mal rausschmeißen. So. Schnitzeljagd Combat Rifle. Okay. Die werden wir los. Was kriegen wir? Eine 5er. Eine Level 5er Knarre. Hier kriegen wir gar nichts. Alter, ist das ein Witz wegen 2000 Erfahrung? Die Legende von Mo und Marley. Ach, die können wir auch mal noch machen, ne? Kristalle müssten wir mal noch machen. Müssten wir alles mal noch machen hier. Das ist Badlands, das ist Hills. Mine, Cave. Hm. Runde überlebt, 0 von 1. Auch müssen wir jetzt komplett neu machen? Ach nee, Finale. Hm. Das ist jetzt die Frage. Gut, ich werde dann immer eine kurze Aufnahmepause machen. Jetzt will ich aber erstmal... So upgraden die sich jetzt alle. Ach ja, tatsächlich. 10er Schild, ja, okay. Also die upgraden auch, gut. So, eine 5er. Weg damit. Weg damit. Eine Pistole brauchen wir nicht. Eine Shotgun, ne. Weiß kann eh weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, so. 16.800. Na, no, oder ein bisschen was dann knete zusammen jetzt, ne? So. Ich will hier nur ein bisschen Geld plündern. So. Gut. Hier können wir gerade mal safen. So. Okay, Missionen haben wir alle geholt. Rucksack ist leer. Muni müssen wir mal noch auffüllen. Können wir
Achso, warte mal, gibt's hier nicht Munischränke? Hier war doch irgendwo da. Siehst du? Da gab's doch ein Schränkchen. Repeater-Pistol. Ach, sind das jetzt schon die erweiterten Upgrades? Ach ja, Tatsache. SMG haben wir schon. Repeater können wir aber noch upgraden. So. Combat Rifle können wir mal voll machen. Ne? So. Und Granaten upgraden. Kriegen wir zwar nur eins dazu, aber es ist besser wie gar nichts. So. Was haben wir denn hier Feines? Ach, Level 16, guck mal. Abgeschlossene Herausforderung, Plünderer. Na, sehr schön. Da hat man auch ein Level abgemacht hier. Siehst du, nur das Kissen aufmachen. So. Ja, das kann ich auch. So. Elementarresistenz, Schockschaden. Auf deinem Level und deinem Skill-Level. Okay. Elementareffekte, packen wir die mal rein. In 3 Sekunden, Schild pro Sekunde. Und Munition zu sparen. Okay. Gut, das war's für diese Aufnahmerunde in Borderlands. Ich bin mal gespannt, was wir in der nächsten Runde alles schaffen werden. Jetzt haben wir ja einiges weggekriegt. Ich bin wieder ins Spiel reingekommen. Wir sind etwas besser geworden, aber es könnte noch viel besser sein. Das war's für diese Aufnahme Borderlands. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Seht euch nicht so viel Schrott an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!